Servus zusammen. Ich zeige euch jetzt das einzigartige Feature des Korg MPS 10, nämlich die CC Pads. CC steht für Continuous Control. Wir können damit den Filter-Cutoff, die Effektstärke oder die Tonhöhe regulieren und das Ganze ohne unseren Stick aus der Hand zu legen. Das Ganze bietet uns natürlich völlig neue Performance-Möglichkeiten, lässt sich perfekt beim Live-Spiel einbauen. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele, wie wir die CC Pads verwenden können. Und zwar, wir sehen jetzt schon mal hier, rot sind ja unsere One-Shots und grün sind die CC-Pads. Wenn ich jetzt hier drauf hau, hören wir nichts. Warum? Das CC-Pad ist mit der Funktion hinterlegt, aber hat keinen Sound hinterlegt. Wenn ich jetzt allerdings hier einmal vorher drauf tippe, haben sie plötzlich auch einen Ton. Und so kann ich das dann natürlich in mein ganzes Spielen einbauen. Das ist jetzt die Funktion der Tonhöhenänderung. Ich kann mir das natürlich selber einstellen, okay, wie viel möchte ich als Unterschied haben zwischen den einzelnen Noten. Und dann kann ich auch einzelne Melodien damit spielen. Im Prinzip passt sich jetzt das CC-Pad immer an das vorherig angespielte Pad an. Und dann lassen sich damit auch schöne Melodien zaubern. Wir gehen weiter zu der nächsten Funktion. Und zwar können wir auch mit den CC-Pads unsere Effektstärke ändern. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, sehen wir im Vergleich zum anderen Kit, bei unseren CC-Pads gleich noch den Sound hinterlegt. Wenn ihr jetzt schon mal auf die Effektstärke gehört habt, habt ihr gemerkt, dass wir einen aufsteigenden Hall haben. Und das überträgt sich natürlich auch auf unsere anderen Pads. Passt sich also dementsprechend an. Können wir natürlich genauso wie bei der Tonhöhenänderung auch wieder so machen, dass wir hier den Sound wegnehmen, dass wir einfach nur diese Effektstärke damit verändern können. Und ein weiteres meiner Highlights ist tatsächlich auch die Filter-Cutoff-Funktion. Ich zeige euch einfach mal, was damit gemeint ist. Ihr habt auch hier gesehen, die anderen Pads sind natürlich auch, passen sich der Funktion dementsprechend an. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie können wir uns das selber einstellen. Dazu gehe ich jetzt erstmal zu einem Kit, das an sich jetzt keine Effekte hinterlegt hat. Einfach so ein Standard-Kit. Dann gehen wir einmal hier auf die Taste, wir tippen es einmal an und sehen jetzt schon, wir sind jetzt aktuell hier im Kit-Edit. Möchten jetzt aber einmal runter zum CC-Pad-Edit, gehen hier drauf und haben jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, unsere CC-Pad-Funktion zu bearbeiten. Ich könnte jetzt hier Transpose anschalten, könnte sagen, okay, ich möchte hier minus 15 bei der anderen plus 8, ganz wie ich das haben möchte, Transition-Zeit. Ich könnte jetzt auch einen Note-Delay hinzufügen, auch super cooles Feature. Das machen wir mal ganz kurz und zwar legen wir uns mal aufs Pad 4, 32. Wir können das Ganze auch als Pattern hinterlegen. Können hier einstellen, okay, möchte ich nur ein 16. haben. Können natürlich die Länge variieren. Haben hier auch wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir stellen uns das mal wieder so ein. Wir können auch hier weiter wieder Effekte hinzufügen, schalten das Ganze an, gehen auf Edit, kommen hier wieder zu einem neuen Fenster und können jetzt hier unsere Effekte aussuchen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einmal den Hall, kann natürlich auch noch sagen, ich möchte das Ganze noch ein bisschen anpassen. Machen das Ganze noch ein bisschen größer. Können dann auch weiterspringen, wir könnten jetzt noch den Reverb festmachen, funktioniert genauso. Anmachen, auswählen, was möchte ich haben. Wir können weiter einen Filter-Cutoff wieder hinzufügen. Haben wir ja gerade schon gesehen. Das machen wir gleich mal.
Das lassen wir so. Wir haben auch hier CC-Pad-Assignment, können wir auch nochmal festlegen, okay, wo soll der Effekt am größten sein, wo soll er absteigen. Wir haben hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, das wieder so anzugeben. Ich wähle jetzt mal das aus, weil hier haben wir jetzt die Delay-Funktion hinterlegt. Machen jetzt mal den Cut-Off. Und schon ist dieser Effekt auch hinterlegt. Wir gehen zurück zu unserem Kit und haben auch hier die Funktion, ganz einfach diese verschiedenen Filter wieder hinzu- oder wegschalten. Das heißt, ich kann einmal, jetzt ist der Note Delay drauf. Machen wir es mal so, hört man es besser. Schalte den Note Delay aus, habe meine ganz normale Hi-Hat. Genauso mit MFX und mit dem Filter. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte die Filterfunktion gerne nutzen, möchte aber keinen Sound auf den einzelnen Instrumenten haben, dann können wir ganz einfach hier das Instrument ausschalten. Das gleiche machen wir für 8 und 7. Und haben jetzt nur noch diese Filter-Cut-Off-Funktion hinterlegt. Und so einfach können wir uns die CC-Pads ganz auf unsere Bedürfnisse einstellen.